An dieser Stelle plaudern wir mal ein bisschen über das Thema den Start in 2090, richtig in 2019. Gut, 90 haben wir noch nicht. Das erlebe ich, glaube ich, überhaupt nicht. Da brauche ich nicht drüber nachzudenken. Nein, wir sprechen jetzt über den Start in 2019 und wie man das Ganze planen kann. Das Thema habe ich auf der World of Trading auch schon besprochen. Danach gab es auch einige interessante Gespräche mit Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Messe. Und deswegen habe ich gesagt, das Thema möchte ich natürlich all denjenigen, die nicht die Zeit oder die Möglichkeit hatten, zur World of Trading zu gehen, um den Vortrag dort zu schauen, einfach hier noch einmal miteinander zu besprechen. Und zwar das Thema, wie geht man so eine Planung denn entsprechend an? Warum wird das gemacht? Da gehe ich gleich drauf ein. Vorab der Risikohinweis, den bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Die Dinge, die wir hier miteinander besprechen, dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung. Wie schon gesagt, das Ganze bitte ich hier abgebildet zur Kenntnis zu nehmen. Worüber sprechen wir denn jetzt? Wir schauen einfach mal, wie man das Ganze anstellen kann, einen Markt für sich persönlich vernünftig zu planen. Wir schauen dann mal fundamentale Seiten an, wir schauen charttechnische Seiten an, einmal hier, so hatte ich es auf der Messe auch gemacht, einmal im DAX und einmal im S&P 500, das Ganze hier, wie schon gesagt, fundamental und technisch einmal zusammengebracht. Machen wir hier mal einen kleinen Schwenk sozusagen. Die Frage, die sich viele ja stellen, immer wieder zum Jahreswechsel ist, was machen die Märkte im kommenden Jahr, in den kommenden Monaten? Viele lesen dann immer wieder Analysen, schauen, was die Börsenprofis immer wieder sagen, was gibt es für Prognosen, wo kann der Markt hinlaufen, und suchen sozusagen nach einer Antwort, die vermeintliche Sicherheit gibt. Aber man muss einfach wissen, dass es so eine vermeintliche Sicherheit niemals geben kann. Das heißt, man muss wissen, wenn man das alles auch liest, es ist nicht möglich, aus dieser Frage heraus eine nachhaltige Antwort zu geben. Warum? Das ist schnell gesagt. Die Märkte an sich sind keinesfalls vorhersehbar oder auch beeinflussbar. Das schaffen wir einfach nicht. Ne? Ich sage immer, der Markt, der macht, wie er will. Das heißt, wer jetzt viel Gedankengut hat, um sich zu überlegen, wo könnte denn der Markt hinlaufen? Hat der eine Analyst recht? Hat der andere Analyst recht? Warum hat denn der eine recht, der andere unrecht? Das sind ja alles Gedanken, das weiß ich noch selber von früher, als ich mir auch diese Analysen angeschaut habe oder heute auch aus Gesprächen mit Tradern. Die denken einfach viel darüber nach, was könnte denn passieren und so weiter und so fort. Und ich sage an dieser Stelle immer, Leute, es ist einfach verschwendete Zeit, sich darüber zu viele Gedanken zu machen, weil das ist alles, wir sehen das ja häufig auch in den Analysen, hätte, wäre, wenn, man kann nichts genau vorhersagen, das ist wichtig. Was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass man sich im Grunde genommen die Charts einmal anschaut und die Zeit effektiv nutzt. Das heißt, man sollte hier an dieser Stelle die Zeit gut nutzen, um gewisse Szenarien zu planen. Das heißt, der Markt könnte in die eine Richtung laufen, wo sind denn Marken, wo er hinlaufen kann? Der Markt könnte in die andere Richtung laufen, wo sind denn Marken, wo er hinlaufen kann? Das ist wichtig und da kann man das so, wie wir das hier auch jeden Morgen machen, wie ich das vorhin auch im fachlichen Teil des heutigen Webinars auch gemacht habe, wo wir den S&P 500 besprochen haben, wie er nächstes Jahr in das Jahr hinein starten könnte. Das sind Szenarien. Ne? Das heißt, das sind immer im Konjunktiv besprochene Szenarien. Das ist ganz klar, weil man weiß ja nicht, wie es kommt. Wir traden hier ja nur Wahrscheinlichkeiten und die Szenarioplanung im Trading beruht ja auch immer auf Wahrscheinlichkeiten. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn man sich hier die Gedanken macht, welche Szenarien könnten auftreten und als zweiten Punkt dann sagt, wenn ein solches Szenario auftritt, was mache ich denn dann? Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, wenn das Szenario eintritt, wissen, was zu tun ist, das macht sie erfolgreich. Warum? Das sehen wir auch gleich. Das hat ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Ja, das heißt, es gibt ja einen Grund und ich kann den Grund auch nachvollziehen, weshalb viele Menschen nach Empfehlungen oder Prognosen Dritter suchen. Es hängt damit zusammen, dass wir sozusagen Angst im Trading auch haben. Wir haben einfach Angst. Die Angst ist ein angeborener Schutzmechanismus.
Früher, als wir noch durch den Wald gelaufen sind, war es auch so, wir haben die Angst ja auch täglich gebraucht, die hat unser Überleben entsprechend gesichert. Und diese Angst, die in uns ist, die überträgt sich heute auch noch auf unser Leben und auch auf unser Trading. So, wenn wir jetzt mal schauen, welche Ängste sind denn sehr prägnant bei einem Trader, dann kommt man sehr, sehr schnell darauf, dass man merkt, okay, es gibt zwei massive Stellpunkte. Nummer eins ist das Thema Verlustangst. Das lähmt viele Trader. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum viele Deutsche noch nicht auf die Idee gekommen sind, mal ein bisschen weg vom Sparbuch zu gucken und andere Anlagen ins Portfolio mit reinzumischen. Da ist einfach, man kann ja was verlieren, ja. Aber Sie schauen ja hier zu. Bei Ihnen ist das ja anders. Sie traden ja auch aktiv. Aber es ist gut zu wissen, welche Ängste man haben. Also das Thema Verlustängste, das tritt ja auch bei jedem Trader auf, der im Bereich Trading auch anfängt. Man arbeitet aktiv und hat trotzdem immer diese Angst, Geld zu verlieren. Da gibt es dann Strategien, wie man diese Angst umgehen kann. Das passt alles, das ist ein anderes Thema, nur die Angst ist halt da. Und die zweite Angst, und das ist etwas sehr, sehr, sehr Interessantes, finde ich, das ist die Angst, etwas zu verpassen. Und was macht die Angst, etwas zu verpassen? Die bringt viele, gerade auch junge oder unerfahrene Trader dazu, Dinge zu machen, die einfach hätten besser nicht gemacht werden sollen. Das heißt, man rennt bestimmten Sachen hinterher, beziehungsweise man kommt dem Markt zuvor. Einfach, weil man Angst hat, den Schub entsprechend zu verpassen. Da passiert ganz, ganz oft auch der Griff ins fallende Messer, wie man das so schön sagen kann. Das sind die zwei wichtigsten Ängste hier, die wir im Trading immer wieder erleben. Wenn wir das jetzt wissen, stellt sich dann natürlich die Frage, wie geht es denn weiter? Was macht denn die Angst mit uns? Das Wissen ist wichtig. Das heißt, wer ein bestehendes Investment hat, hat sehr, sehr oft Angst vor einer Korrektur. Mein Gewinn kann schmelzen. Oder ich kann, weil ich noch nicht ganz so lange drin bin, halt auch Verluste machen. Wenn man kein Investment hat, ja, dann ist wieder das Thema die Angst, den Einstieg zu verpassen. Wir sind jetzt tief gefallen, es ist ja vermeintlich billig, jetzt steigt der Markt, zack, ich muss jetzt rein, weil der Markt, der läuft ja jetzt, könnte ja auf die neuen Allzeithochs laufen, von jetzt auf gleich. Dann geht es rein und dann fällt man irgendwann auf die Nase, weil der Markt ist doch noch im Abwärtstrend. Man hat ins fallende Messer gegriffen, aber die Angst war halt da, die hat uns dazu verleitet. Jetzt könnte es losgehen, ich könnte den Einstieg verpassen, zack, wird die Position eröffnet. Oder die dritte Sache, wenn wir den Trade gerade erst eröffnet haben, ja, und dann läuft der Markt plötzlich gegen uns. Dann haben wir die Angst vor dem schnellen Verlust. Was passiert dann? Man wird unruhig und macht die Position zu, obwohl es vielleicht eine ganz normale Korrektur ist, aus der der Markt dann hinaus wieder in die entsprechende Richtung hineinlaufen kann. Das sind Gründe, die Ängste. Und das sind alles Gründe, weshalb wir nach Bestätigung suchen, weshalb wir andere Analysen lesen oder Prognosen suchen, weil wenn dann Dinge dort drinstehen, die in unsere Richtung gehen, was sich mit unseren eigenen Erwartungen deckt, dann hat man so das Gefühl der Sicherheit, da ist ja jemand, der denkt das Gleiche wie ich, da ist ein Profi, wie auch immer, eine Presse schreibt das, gute Zeitschriften schreiben solche Prognosen, da beruht man sich da drauf und sagt, okay, ich sehe das so, die sehen das so, alles gut, können wir machen. Das sind die Grunddinge, weshalb wir sowas entsprechend auch suchen. Aber es wird uns nicht zu besseren Tradern machen, wenn wir immer wieder solchen Prognosen viel, viel Zeit widmen. Nein, wir sollten hier entsprechend eher uns auf die Seite stellen, dass wir entsprechend das Ganze planen, was wir hier miteinander machen können. Das heißt hier, die Frage, die sich jetzt hier stellt, die sich gerade zum Jahresbeginn auch immer wieder stellt, was erwartet uns denn in 2019? Psychologisch, wir hatten das gerade gesagt, ist es so, dass die Antwort darauf Sicherheit in uns bringen soll. Das heißt, die Antwort auf diese Frage, wenn sie von dritter Stelle kommt, die soll ein Sicherheitsbedürfnis befriedigen. Das heißt, wenn viele das Gleiche sagen, erhöht das die Sicherheit. Aber wir müssen wissen, die Sicherheit ist nur gefühlt, denn der Markt macht am Ende, was er will. Wir sehen es ja immer wieder bei den Prognosen. Viele werden ja auch auf Bankenseite immer wieder gefragt, wo könnte denn der Markt hinlaufen? Am Anfang dieses Jahres wurde das ja auch gesagt, wo könnte denn der Markt hinlaufen? Viele Analysten haben den Markt nach oben geschrieben und jetzt stehen wir mit großen Minus im Jahr. Das heißt, an dieser Stelle merkt man, dass das
entsprechend nicht immer richtig ist, was dort steht. Das kann einfach keiner sagen. Das heißt hier, das Bedürfnis der Sicherheit ist nur gefühlt, aber wer darüber mal nachdenkt und sich sagt, Mensch, was will ich jetzt haben? Möchte ich irgendwelche Prognosen traden? Oder möchte ich mich dem, was am Markt gerade passiert ist, entsprechend anschließen? Ja? Und das, der zweite Punkt, ist der, wie man am Markt Geld verdient. Das heißt, indem man die Prognosen mal gepflegt beiseite schiebt, ja, und sich lieber hinsetzt und eigene Strategien ausarbeitet. Ich werde auch immer wieder gefragt, hast du in dem und dem Forum das und das gelesen? Und ich sage häufig immer, nee, habe ich nicht. Und dann kommt, du musst doch sowas lesen. Und ich sage, nee, muss ich nicht. Ich habe auch gar keine Zeit dazu, weil ich habe einfach genug damit zu tun, meine Analysen zu machen und dann zu schauen, was der Markt entsprechend spielt. Da habe ich relativ wenig Zeit, andere Sachen zu lesen. Früher habe ich auch viele andere Sachen gelesen und dann dadurch bin ich immer wieder in die Situation gekommen, dass ich Trades verpasst habe. Das hat mich gestört, das hat mich genervt. Deswegen habe ich das beiseite geschoben und habe einfach angefangen, das, was ich hier auch geschrieben habe, meine eigenen Strategien zu planen. Das heißt, eine strategische Szenarioplanung ist das A und O. Das heißt hier, wir traden einfach die Fakten, die wir am Markt sehen und nicht irgendwelche Vermutungen. Das ist wichtig. Und wenn der Markt die Fakten spielt, dann können wir hier entsprechend auch mit reingehen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, was sind denn die Fakten hier von der fundamentalen Seite her für das neue Anlegerjahr? Wir blicken jetzt hier mal ein bisschen in die USA, auch auf Deutschland. Da sind ja viele Dinge entsprechend gleich. Nicht 1:1, aber viele Dinge sind gleich. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen von der wirtschaftlichen Seite her, wenn wir das Ganze mal fürs neue Jahr planen, wirtschaftlich läuft es momentan richtig gut. Ja. Es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Wir haben steigende Einkünfte. Wir haben weiterhin das Gewinnwachstum bei dem Unternehmen, auch wenn das Gewinnwachstum jetzt mal ein bisschen zurückgeht, wir haben immer noch Gewinnwachstum. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, in den USA sehr wichtig, bei uns in Deutschland natürlich auch sehr wichtig, ist das Thema der starken Binnennachfrage. Die Bürger im Land verdienen mehr und die Bürger im Land, weil sie sich gut fühlen, weil sie sich sicher fühlen, auch was ihre Jobs angeht, geben einfach auch ordentlich Geld aus. Ne? Wer mehr in der Tasche hat, gibt es dann entsprechend aus. Das sind ja wichtige Fakten. So. Was jetzt hier allerdings wichtig ist zu beachten, und das betrifft sehr stark auch den US-Markt, die Zinsen, die sind das Zünglein an der Waage. Das werden wir gleich auch in der Grafik sehen. Das heißt, der sehr hohe Inflationsdruck könnte Zinsanhebungen beschleunigen. Das macht den Anleihemarkt dann interessanter und das könnte dann entsprechend auch zu einer sogenannten inversen Zinsstruktur führen. Und wir haben es in der Vergangenheit erlebt, inverse Zinsstrukturen sind immer schlecht für den Aktienmarkt. Die bringen den Aktienmarkt unter Druck. Jetzt müssen wir aber mal noch weiterschauen. Thema Inflationsdruck, gerade in den USA. Wie schlimm ist es denn da wirklich? Wir haben die letzte Pressekonferenz von Herrn Powell gehabt zu der letzten Zinsanhebung in den USA. Da kam ein sehr interessanter Satz und der Satz ist gewesen, die Inflation befindet sich momentan am unteren Band der Erwartungsrange. Am unteren, nicht am oberen. Und das ist der wichtige Fakt. Der Zinsdruck oder der Inflationsdruck, der hat hier einfach ein bisschen nachgelassen. Ich persönlich lese daraus, dass es gar nicht notwendig gewesen wäre, vielleicht die Zinsen jetzt schon wieder anzuheben. Hätten die das nicht gemacht, wäre es allerdings möglicherweise ein schlechtes Zeichen gewesen. Aber danach kam ja noch die Information, dass wir für 2019 keine 3 Zinsanhebungen, sondern erst einmal nur 2 Zinsanhebungen erwarten können. Das war so ein leichtes Zurückrudern der ganzen Geschichte. Also interessante Dinge, die hier passieren. Und das können wir natürlich immer wieder in unserer Planung für die entsprechenden Szenarien mit einfließen lassen. Was ja auch noch wichtig ist, was wir im nächsten Jahr mit erwarten sollten, ist das Thema Handelsstreit mit China. Da spielt Herr Trump ja eine sehr, sehr große Rolle in dieser Richtung. Da müssen wir einfach mal abwarten, was da kommt. Da dreht sich das Fähnchen ja immer mal so ein bisschen mit dem Wind. Aber dieses Thema ist auf alle Fälle weiterhin vorhanden. Und man sieht ja bisher, wenn da Sturköpfe aufeinander gestoßen sind, da hat sich einfach nichts bewegt. Jetzt momentan scheinen die Wogen ein bisschen mehr geglättet zu sein.
Bleibt spannend, was da ist. Auf alle Fälle eine Erleichterung in dieser Sache, wenn es da mal zu einem Abschluss kommen würde. Das würde natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen starken Boost für die Märkte bedeuten. Ansonsten ist und bleibt einfach alles so, wie es ist. Das Thema Handelszölle kommt dann rein. Und wir sehen ja mittlerweile auch, das haben wir im B-Spook gesehen, dass das Thema Handelszölle den US-Markt auch langsam anfängt zu belasten. Und nicht nur einseitig, sondern das Ganze wird auch Stück für Stück breiter. Und wenn sich das Ganze weiter ausbreitet, könnte das Ganze auch schlechter für die US-Wirtschaft sein. Also von der fundamentalen Seite her gibt es da einige Dinge, die wir miteinander beleuchten können, wo wir für das nächste Jahr für die Szenarioplanung auch gewisse Dinge mit beachten können. Schauen wir noch mal kurz auf das Thema Zinsen. Und zwar möchte ich da mal kurz auf diese Grafik hier verweisen, die habe ich von Merrill Lynch. Interessante Geschichte, was wir hier sehen, wenn wir mal hier oben reinschauen, wie so die größten Sorgen der Banker sind. Und da sehen wir hier oben den Handelskrieg, wir sehen China und ganz, ganz oben stehen steigende Zinsraten. Und wenn wir uns mal die Veränderung anschauen, hier im September lag das Risiko hier was bei unter 40%. Im November, also schon nur zwei Monate später, ist dieses Risiko exorbitant nach oben angestiegen. Ich bin mal gespannt auf die neuesten Meldungen, auf die neuesten Grafiken, die es da gibt. Aber da sehen wir, welche Aussagekraft die Zinsen haben. Ja, und da sind die größten Besorgnisse. Und da stehen die Zinsraten halt ganz, ganz oben. Und der Anstieg, den wir hier gesehen haben, der ist schon imposant, muss ich sagen. Und das ist etwas, das wichtig zu beachten ist. Wenn die Zinsen zu stark ansteigen, ist das schlecht für die Wirtschaft. Und da, wenn der Markt dann anfängt, das auch negativ zu spielen, dann werden wir das definitiv in der Szenarioplanung sehen. Das heißt, das sind wichtige Fakten von der fundamentalen Seite her. Und wenn man das so weiß und dann einfach für das nächste Jahr, das können wir natürlich nicht jetzt alles miteinander besprechen, aber diese Dinge sind ja vorhanden, die sind bekannt. Und wenn wir merken, dass der Markt das eine oder andere spielt, dann können wir uns da entsprechend auch anpassen. Das von der fundamentalen Seite. Jetzt gehen wir mal rüber zur, sage ich mal, Seite in die Charts hinein. Das heißt, wir sprechen jetzt hier einfach einmal über das Thema, jetzt will der hier nicht weiterlaufen, über das Thema die charttechnische Seite. Und wir schauen jetzt hier einfach mal wieder auf dem DAX. Große Fragen hier. Geht die Schwäche aus dem Markt, das heißt, sehen wir wieder Aufwärtsbewegungen oder einen Aufwärtstrend oder bleibt der Abwärtsdruck erhalten? Und das schauen wir uns mal auch im Chart entsprechend an hier. Hier haben wir mal den DAX, das ist die Folie, die ich auch auf der Messe verwendet habe, natürlich etwas fortgeschrieben hier an dieser Stelle. Das heißt, hier sehen wir mal den DAX im Monatschart und da sehen wir auch sehr, sehr schön, dass wir hier weiterhin, ich sag mal, diesen Druck von oben sehen. Wir hatten hier oben diese Schulterkopf-Schulterformation, die ist mittlerweile auch ausgeprägt, die ist getriggert worden. Das ist ja alles Geschichte. Wir sind durch die 10.800 durchgelaufen, wo hier natürlich ein Supportbereich gewesen ist. Das ist jetzt ein Markt, wo wir natürlich sehen können, jetzt haben wir hier einen Widerstand drinnen liegen. Nach unten hin haben wir hier einen wichtigen Bereich um die 8.700 Punkte Marke mit liegen. Das ist dieser untere Bereich hier, wo wir schon ein paar Mal reingelaufen sind. Und dazwischen, da gibt es hier immer mal ein paar Monatstiefs an dieser Stelle, wo der Markt ranlaufen kann. Das heißt, aus der Sicht von uns Tradern haben wir hier aktuell einen laufenden Abwärtstrend. Das heißt, wir haben hier einen Bärenmarkt. Aber innerhalb solcher Bärenmärkte kann es natürlich immer wieder dazu kommen, das habe ich hier versucht so ein bisschen zu skizzieren, dass der Markt entsprechend mit nach oben laufen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier ja auch eine sehr, sehr weit gelaufene Bewegung. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, wie geht das Ganze weiter? Hier im Schwung einfach nach unten hin oder aber bekommen wir hier, und das ist für aktive Trader sehr, sehr interessant, einfach mal die Grundüberlegung zu stellen. Wo geht es hin? Und da kann man sagen, hier könnte sich natürlich zwischenzeitlich auch mal ein Aufwärtstrend bilden, den wir dann auf Tagesbasis problemlos nach oben hin mit traden können. Wohl wissen, dass das vielleicht nur so ein bisschen Korrektur dieses starken Abwärtsdrucks ist. Aber was soll uns das hindern? Wenn wir sehen, der Markt macht dort in den kleineren Zeiteinheiten einen schönen Aufwärtstrend, dann können wir das ja traden. Und der Blick hier in den Monat zeigt uns halt, wo dann entsprechend auch Anlaufpunkte sind, die für, sag ich mal, Widerstände genutzt werden können, um nach oben hin den Deckel drauf zu machen und das ganze Ding wieder umkippen zu lassen. Also das sind sehr, sehr schöne Szenarien und das heißt, wenn man das für sich anstellen möchte, ich mache jetzt hier keine Detailplanung, dafür habe ich ja die beiden Blogartikel auch geschrieben zum DAX und zum S&P 500, aber so mal grundsätzlich von der Vorgehensweise,
überlege ich halt, was könnte ich hier entsprechend erwarten. Ich weiß, dass solche Schwünge nach oben immer wieder kommen können und auch immer wieder Aufwärtstrends bilden können auf Tagesbasis, weil wir haben ja immerhin einen Monatschart, mit dem wir uns hier momentan auch beschäftigen. Und das langfristige, da wirklich das sehr, sehr langfristige Bild, wenn wir uns den Monatsschatz auf dem DAX mal im längeren Zeitkontext anschauen, ist ja weiterhin auch aufwärts gerichtet. Das heißt, unsere Wirtschaft läuft ja auch noch vernünftig. Wer weiß, wie lange der Markt hier noch nach unten läuft. Und deswegen können wir solche Szenarioplanungen auch machen, ne? Wir sind jetzt hier weit in der Bewegung. Und da können auch Korrekturen auftreten. Und so eine Korrektur eines Monatsschatz kann auch ohne weiteres über einen schönen Aufwärtstrend im Tageschart laufen. Das heißt, hier schauen wir uns dann mal einfach an, was im Tageschart beispielsweise passiert. Und wenn wir dort Aufwärtstrends sehen, die uns eine Richtung vorgeben, wo wir schön die Korrekturen hier im Monatschart traden können, why not? Dann machen wir das einfach. Nach unten hin müssen wir aber auch blicken, wenn sich das Ganze fortsetzt und das nicht zur Korrektur kommt, dass wir natürlich auch noch ein bisschen Luft haben nach unten hin. Wie schon gesagt, da haben wir ein paar Marker stehen hier, wo mal die Spikes nach unten gelaufen sind und dann hier unten diesen tiefen Bereich um die Marke von 8.700 Punkten, was wir hier im Chart sehen. Das kann man natürlich noch etwas enger oben reinziehen, hier oben über den Daumen die Marke von ungefähr 9.000 Punkten. Da kann man hier an dieser Stelle natürlich auch noch die Linie reinziehen, weil da gibt es dann auch viele Berührungspunkte in diesem Bereich. Das ist so grob über den Daumen, was ich hier gezeigt habe, wo entsprechende Anlaufpunkte auch sind. Zwischendurch hammert dann, wie ich das gesagt habe, aber auch immer die Marken mit entsprechenden Unterstützungen liegen. Also das hier mal im DAX für die entsprechende Planung, wie man sowas angehen kann, um die eigenen Trades zu machen. Das heißt, hier an dieser Stelle immer zu überlegen, wie sieht denn so eine Korrektur beispielsweise aus? Was sehen wir dann am Markt? Das heißt, wirklich vorbereiten. Was müssen wir sehen, wenn eine Korrektur des Monatscharts beginnt? Gucken wir mal einen Tageschart, da sieht sich Interessantes, wenn sich ein Aufwärtstrend bildet. Bildet sich der Trend allerdings nicht, läuft der Markt weiter nach unten, dann ist das Szenario, die Frage, wie sieht das denn aus, wenn der Markt hier weiter nach unten läuft? Dann setzen sich natürlich die bestehenden Abwärtstrends hier auf Tagesbasis oder auch auf Wochenbasis nach unten hin fort. Und das kann man dann sehr schön nutzen, um das Ganze nach unten zu bringen. Das heißt, der Markt verrät uns hier sehr, sehr schön, auch Zusammenfluss von Zeiteinheiten oder Trendgrößen, je nachdem, was man sieht, was man hier entsprechend zu tun hat. Und das Gleiche, die gleiche Vorangehensweise, die können wir auch bei Währungen machen oder auch hier im nächsten Bild beim S&P 500. Da sind die zwei Fragen oder das ist die wichtige Frage auch, geht die Schwäche aus dem Markt? Weil wir haben ja im S&P 500 mittlerweile auch eine ordentliche Schwäche drinnen. Geht die aus dem Markt oder aber ist die Schwäche, die wir hier am Markt sehen, möglicherweise ein Vorbote für eine wirtschaftliche Abkühlung in den USA? I don't know. Wir wissen es nicht. Keiner von uns hat eine Glaskugel, die hier die Wahrheit sagt. Heißt also, wir müssen auch wieder ganz normal auf die Märkte schauen. Und wenn wir uns da mal den Chart vom S&P 500 entsprechend auch anschauen, dann haben wir hier einen Wochenchart. Hier schön den großen Aufwärtstrend und hier sehen wir halt der große Aufwärtstrend der Woche, so wie ich das vorhin auch in der Schau zum S&P 500 gezeigt habe. Das heißt, wer das nicht gesehen hat, bitte einfach nochmal entweder im Blog auf der Tickmill-Seite gehen oder aber das Video zur heutigen Besprechung nochmal anschauen. Wir haben hier einen Bruch nach unten gehabt, ne? Hier untergeordnet der Trend, hier die Bewegung entsprechend, die nach unten geschoben hat, die steht jetzt auch weit in ihrem Verlauf, heißt also hier auch die Frage zu stellen. Wie kann es denn weitergehen? Der erste Punkt, wenn die Schwäche etwas rausgeht, wie sieht denn hier eine Korrektur aus? Was kann man hier traden? Wie sieht eine saubere Korrektur aus, wenn wir hier ein Stück weit nach oben traden wollen? Das ist die erste Frage. Ja? Korrektur können wir ja auf Tagesbasis möglicherweise sogar Aufwärtstrend finden. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen, wir müssen einfach hinschauen. Nach unten hin setzt sich das Ganze einfach fort, dann können wir uns auch orientieren. Wer verkauft denn nach uns? Die Fragen zu beantworten. Hier im Chartverlauf sozusagen wichtige Marken zu finden. Wo sind Unterstützungen im Markt? Wo könnten weitere Verkäufer werden? All diese Dinge braucht man fürs Trading und all diese Dinge können wir im Chart lesen. Das heißt, wir können hier sehr, sehr schön eine Szenarioplanung machen, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen. Und mit diesen richtigen Fragen haben wir dann halt die Möglichkeiten, bestimmte Szenarien zu planen und wenn der Markt das Ganze spielt, diese Szenarien dann entsprechend umzusetzen. Das heißt, hier
Das Gleiche, was wir gerade im DAX besprochen haben, die gleiche Vorangehensweise machen wir auch in allen Indizes. Also genau auf diese Art und Weise entwerfe ich auch meine Handelsszenarien und trade diese dann, wenn der Markt sie gibt. Und das sind ja auch die Einblicke, die Sie jeden Morgen hier zu Handelstagen am DAX entsprechend auch mitbekommen oder am S&P 500 oder in den Währungen oder den Rohstoffen, die wir hier zu sehr, sehr guten Konditionen bei Tickmill natürlich auch mit traden können. Das heißt hier an dieser Stelle der Ausblick für das kommende Jahr. Heißt halt, ich habe Ihnen jetzt so ein paar Anhaltspunkte gegeben, wie man das machen kann. Das heißt, jetzt ist es an Ihnen. Schauen Sie zu oder wollen Sie profitieren? Das heißt, lesen Sie lieber Analysen und überlegen, welche Analyse könnte denn jetzt richtig sein. Oder aber packen Sie das Teil selber an und sagen Sie, ne, ich höre jetzt mal nicht auf Analysen, sondern ich mache meine eigene Analyse. Da wissen Sie, wo es herkommt. Da ist Ihr Geistesgut dran, da entwickeln Sie sich definitiv auch weiter. Und wenn der Markt Ihre Szenarien dann entsprechend spielt, dann kann Ihnen egal sein, was die Analysten sagen, wenn der Markt in die eine oder andere Richtung läuft und Sie genau wissen, was haben Sie denn zu tun, wenn der Markt A oder B macht, dann können Sie genau das Ganze umsetzen und hier für Ihr eigenes Trading arbeiten. Das heißt, profitieren, indem Sie Ihre eigenen Szenarien beschreiben, die Strategien planen und dann entsprechend aktiv werden. Das alles sind die Vorbereitungen für das Jahr 2019. An dieser Stelle allen ein erfolgreiches Jahr, einen guten Start in 2019 und ich würde mich freuen, hier den einen oder anderen in den regelmäßigen Webinaren, die wir hier auf Tickmill machen, auch mit dabei zu haben und hier natürlich auch zum Trading mit einzuladen. An